Hey Leute, willkommen zu Trials of Fire, ein Spiel, das sich noch zu einem richtigen Geheimtipp entwickeln könnte. Es befindet sich noch im Early Access, kostet ca. 13 Euro und soll noch ca. 12 Monate, um die 12 Monate im Early Access bleiben. Das Spiel wurde mir vom Entwickler kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an der Stelle. Ich finde die Idee dahinter richtig, richtig gut. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch ja Duelist. Das Kampfsystem funktioniert ähnlich, aber es ist ein Singleplayer, ja, wie nennen wir es denn? Roguelike Card Game, sowas in der Richtung mit Rollenspielelementen. Also ihr wisst schon, ihr seht schon und ihr hört schon, das ist nicht ganz so einfach, das zu erklären. Aber ich glaube, das könnte wirklich was werden. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe hier meine Aufnahmetaste gedrückt und dann ist hier unten das Equipment aufgepoppt, aber da gucken wir uns gleich nochmal an. Wir können hier die Auflösung einstellen, V-Sync, Quick AI, Soundregler, Video-Settings, okay. Das ist alles relativ Standard. Wir starten mal ein neues Abenteuer. Und ich glaube, wir starten mal das Battle-Tutorial. Gut, machen wir das mal. Ihr seht, das Spiel ist auf Englisch. Und ich finde diese Animation so super, wie das so aus dem Buch in den Kampf rein wechselt. Combat-Intro. Genau, wir schlagen uns durch die Wälder und Berge und keine Ahnung. Und dann kommen wir zu Kämpfen. Das Kampfsystem ist rundenbasiert und wir haben als Einheit, als Fähigkeiten, ich glaube, das sind Karten, sollen Karten sein. Gucken wir uns das doch mal an. Genau, damit wir einen Kampf gewinnen, müssen wir alle Gegner besiegen. Das ist halt Standard. Genau, alles was wir tun können, ist von Skillkarten abhängig. Und jedes Mitglied unserer Party hat ein eigenes Kartendeck. Und die Farben passen dann halt auch zur Klasse. Was haben wir denn hier für Karten? Advance. Damit, wenn wir die Karte spielen, können wir uns drei Felder bewegen. Gut, wir können die dann uns dahin begeben und können jetzt einen Angriff spielen. Oben in der Mitte seht ihr schon diese blaue Anzeige mit der 0. Die Karten oder die meisten Karten brauchen sogenannte Willpower. Wir können quasi, soweit ich das bisher verstanden habe, Karten, die wir nicht brauchen in den Zug, wegwerfen und kriegen dafür die Punkte, die die Karten eigentlich kosten. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Wir brauchen noch einen Willpower. Ihr seht das hier oben rechts, da steht 1. Wir haben nicht genug Willpower. Das heißt, wir werden jetzt uns von Powershot trennen. Das können wir machen, indem wir Rechtsklick drauf machen. Oder hier oben drauf ziehen. Ich mache das einfach mal. Moment. Genau, so. Das ist ein Fernkampfangriff. Wir haben da oben jetzt ein Willpower. Aber Moment, die Karte, das waren noch 2. Oder kriegt man dann immer nur die Hälfte? Gute Frage. Und dazu sei noch gesagt, ich habe mir das Spiel selbst noch nicht angeschaut. Also das hier ist blind. Einfach mal, um einen Ersteindruck zu gewinnen. Die Karte hat hier jetzt hier so einen Rand. Das heißt, wir können die Karte spielen. Gut, wir können jetzt hier draufklicken, die dann ziehen auf den Gegner. Und dann macht unser Ranger einen Schaden. Die Entscheidung ist halt immer in jedem Zug, welche Karten man wegwirft und welche Karten man spielt. Und ich finde das auch, das habe ich so noch nicht gesehen, dass man wirklich, ja, nicht nur Karten oder halt auch in anderen Spielen, dass man bestimmte Dinge weggibt,
damit man andere wieder benutzen kann. Also noch nicht so als Hauptkomponente, als Hauptspielmechanik. So, das Spiel können wir beenden, wenn wir hier auf dieses Stundenglas draufklicken. Jetzt kriegen wir wieder neue Karten. Er ist jetzt ein bisschen nach vorne gerückt. Aber wir können ihn jetzt mit Powershot erledigen. Powershot, ja, macht 2 Schaden, Fernkampfangriff. Wir können jetzt, Swipe ist ein Nahkampfangriff, macht 2 Schaden. Machen wir hier mal einen Rechtsklick drauf. Okay, dann ist es doch die gleiche Punktzahl. Dann habe ich das vermutlich eben nicht richtig gesehen. Ich finde, das sieht schon cool aus. Das Kartendesign ist zwar so ein bisschen... Ja, mal, als ich das erste Mal das gesehen habe, sah das schon etwas sehr einfach aus. Aber mittlerweile gefällt es mir wirklich. Die Musik ist auch ganz okay. Ganz nett auf jeden Fall. Gut, wir haben jetzt gewonnen. Beziehungsweise jetzt ist noch ein Kämpfer dazugekommen. Der ist dann blau und hat die blauen Karten da oben. Nahkampfangriffe können wir natürlich nur benutzen, wenn der Gegner uns direkt gegenübersteht. Oh, und Nahkampfangriffe machen generell mehr Schaden als andere Angriffsarten. Okay. Movement. Das ist jetzt unsere Kriegerin. Wir haben leider keine Movement-Karte hier. Aber wir können jede Karte benutzen, um unseren Charakter bis zu 2 Felder zu bewegen. Wir werden jetzt mal eine Swipe-Karte recyceln. Und wir sehen jetzt hier diesen Kreis, was ist denn das? Dieses Leuchtding um unseren Charakter. Und dadurch, dass wir die Karte jetzt recycelt haben, können wir den Charakter 2 Felder vorwärts bewegen. Wir brauchen jetzt aber noch einen Punkt Willpower, damit wir die Karte überhaupt spielen können. Deswegen recyceln wir mal Defend. Aber wir gucken uns die Karte kurz an. Damit können wir halt Schaden absorbieren. Und in jedem Zug verliert der Charakter die Hälfte seiner Verteidigung pro Zug, also von der Karte. Gut, dann schmeißen wir die mal weg. Dazu kommt noch, dass die Helden zwar eigene Kartensets haben, aber die Willpower wird unter allen Helden aufgeteilt. Wir können auch eine Aktion rückgängig machen, wenn wir hier oben drauf drücken. Dann geht die Karte zurück. Wir können jetzt auch hier was von dem Jäger recyceln. Und ja, der Wurm braucht ja 2x Advanced. Das braucht er überhaupt nicht. Dann recyceln wir das nämlich. Dann nehmen wir jetzt Swipe. Damit machen wir 2 Schaden. Melee Attacks can provoke a combo attack from other adjacent friendly characters. Gut, es gibt also auch so Angriffskombinationen, wenn unsere Helden nebeneinander stehen. Machen wir das erstmal so. Geben wir ihm mal 2 mit. So, was steht denn hier? You can pick up and move only the hero who owns the card. Alles klar. Wenn wir die Karte recyceln, kommt drauf an, von welchem Helden die Karte ist. Dann können wir auch nur den Helden bewegen. Aber die Willpower kann von jedem Helden benutzt werden. Gut. Verteidigen gibt es natürlich auch. Das haben wir eben schon gesehen, die Karte. Wir spielen jetzt einfach mal Verteidigung. Gut. Und Power. Power Skill Cards sind spezielle Skillkarten, die unseren Helden einen dauerhaften Bonus geben, so wie ich das jetzt verstehe.
Und wir sehen dann halt hier immer den Bonus unten. Bei der Karte Take Aim zum Beispiel, alle Fernkampfangriffe machen einen Schadenspunkt mehr. Gut. Resilience Value. Wofür ist das denn gut? Power. Strikes a Take Aim Card from the Hero's Hand to anywhere on the battlefield. Okay, ja, kann man halt spielen wie die anderen Karten. Dann können wir das halt an dem Charakter sehen, welche Powerkarte aktiv ist. Ach so, Resilience ist halt, sind halt die Lebenspunkte der Powerkarte. Und das wird jedes Mal reduziert, wenn der Charakter Schaden bekommt. Und selbstverständlich, wenn die Karte keine Lebenspunkte mehr hat, dann verschwindet die Karte. Und der Buff in dem Fall verschwindet dann auch. Wir beenden jetzt mal den Zug. Gut, was steht denn hier noch? Wenn wir unsere Willpower nicht ausgeben, geht die verloren. Jeder Held zieht dann bis zu 3 Karten dafür. Gut. Kann sein, dass ich hier und da ein bisschen was falsch erkläre. Ich muss mir das gerade auch so ein bisschen zusammenreimen. Ich habe mir halt die Steam-Seite angeschaut und was ich darüber noch so gefunden habe. Aber generell, das ist schon wirklich eine coole Idee. Unser Krieger, unsere Kriegerin hat jetzt keinen Schaden bekommen, dank der Verteidigungskarte. Und der Feind hat jetzt eine Powerkarte gespielt. Wenn wir wollen, dass der die nicht mehr hat, dann müssen wir ihn halt angreifen. Was hat er denn? Gut, und was kommt jetzt noch? Ja, das wussten wir schon. Das wird hier nochmal alles zusammengefasst. Gut, und wenn man nicht weiß, warum man eine Karte nicht spielen kann, dann kann man hier einmal kurz rübergehen. Und dann steht das da unten halt auch in Rot daran. Ich würde mal sagen, den Kampf lassen wir jetzt einfach mal so und gehen mal zurück ins Hauptmenü. Starten mal ein neues Abenteuer und schauen uns mal an, wie das genau hier alles so ein bisschen funktioniert, was es da noch so gibt. Schwierigkeitsgrad wählen wir. Ich würde sagen, Medium ist eigentlich ganz okay. Und wir haben jetzt hier eine Party. Und das ist der Clou auch. Die Charaktere haben nicht nur Karten, sondern die haben auch Ausrüstungsgegenstände, die noch die Karten, ich glaube, beeinflussen oder ihnen dann spezielle Karten geben. Irgendwie so jedenfalls. Charakterporträt kann man auch irgendwann ändern. Water Gem. Gut, das ist Medium. Ach, das ist dann, wo man hier lang geht und wie lange das ungefähr dauert, die Sitzung. 90 bis 120 Minuten. Es gibt unterschiedliche Charaktere. Krieger, Jäger, Elementalistin. Und noch ein paar sind eines locked und dann kommen natürlich noch welche, weil das Spiel ist halt noch in Early Access, also da kommt noch einiges dazu. Kann ich irgendwie... Ja doch, das scheint denen bestimmte Karten zu geben. Quest, was haben wir denn hier? Das ist die Hauptquest. Gut, dann starten wir mal unsere Reise. Charaktere kann man noch umbenennen, wenn man das möchte. Und das Ganze wird halt so in Buchform erzählt. Es gibt halt einiges zu lesen. Und Roguelike-Aspekt ist auch mit dabei, dass die Charaktere wohl des Öfteren mal draufgehen werden. Ist ein bisschen schade, dass das in Englisch ist, aber vielleicht kommt es ja irgendwann noch auf Deutsch. Es gibt hier Food Supplies. Natürlich unser Essen, mit was wir uns heilen können. Dann Obsidian. Das ist die Währung.
Ist das Fresh Journal? Main Objective Side Quest. Gut. Ja, hier wird so ein bisschen von der Geschichte erzählt am Anfang. Und wir müssen uns halt durch die Welt Terralin schlagen. Am wichtigsten sind halt unsere die Erschöpfung der Party und unsere Essensversorgung, Reserven. Damit die Party frisch bleibt oder ausgeruht ist, müssen wir regelmäßig uns ausruhen. Und es gibt auch unterschiedliche Boni, oder man kommt am meisten dadurch, wenn man in Ruinen oder in Siedlungen sich ausruht. Jeden Tag konsumiert unsere Party 2 Essensrationen. Deswegen müssen wir auch immer für Nachschub sorgen. Ist das hier... Moment, was haben wir denn hier noch? Bookmarks. Gut. Begin your trial. Dann gucken wir doch mal. Das ist also die Karte, die Oberweltkarte, auf der wir uns bewegen. Das sieht schon... Ich finde das... Den Look finde ich echt nett. Da hätten wir ein Fragezeichen. Ich würde mal sagen, gehen wir doch mal da zuerst hin. Und wie sich das dann die Welt nacheinander aufbaut, wenn wir weitergehen, das sieht richtig cool aus. Und das hier ist zum Beispiel mal so ein Event. Wir haben jetzt hier was gefunden. Und hier steht schon, was es sein könnte. Ich buddel jetzt einfach mal. Da haben wir eine Box gefunden. Und die enthält Obsidian-Münzen. Dann nehmen wir die doch mal alle mit. Das lief doch mal ganz gut. Das war unser Lager. Und die Frage ist jetzt, kann man auch noch irgendwie die Karte vergrößern? Das ist halt die Frage. Okay, mit M mache ich das Optionsmenü auf. Warum auch immer. Ich würde mal sagen, wir gehen hier doch einfach jetzt mal runter. Und ihr seht oben, die Nahrung wird immer weniger. Was haben wir denn hier? Oh, jetzt müssen wir kämpfen. Was haben wir denn hier für Feinde? Und ich finde wirklich die Mischung aus dem Ganzen, so dass man halt dieses Kartensystem hat, wie die Charaktere kämpfen mit dem Ressourcensystem, dass man dann Karten wegwerfen muss, um andere spielen zu können, und diese Oberweltkarte mit diesem Buchformat, dass man dann Events hat und sich entscheiden muss, was man macht, und das ist alles zufallsgeneriert. Ich finde, das ist ein super Konzept und ich glaube, das könnte richtig, richtig gut sein, gut werden. So, die sind hier mal vorgerückt. Was machen wir denn jetzt? Ich würde mal sagen, das ist eine Powerkarte. Das steht da auch dran. Wir haben nicht genug Willpower. Ist klar, weil wir 0 haben. Du hast 2 Verteidigung. So, und ich würde mal sagen, wie machen wir das denn jetzt? Das könnte noch ganz nett sein. Jedenfalls Fokus. 2 will ich jetzt mal... Nein, 2 will ich nicht spielen. Die kommt mal weg. Wenn wir das jetzt hier spielen... Genau, dann machen wir da mal Schaden. Und... Oh, Wild Swing ist auch nicht schlecht. Double Strike. Ich werde jetzt einfach mal hier Swipe rauswerfen. Und mal dahin gehen mit unserer Kriegerin. Dann noch, ich glaube, Double Strike. Das reicht leider nicht. Aber ich probiere das gleich nochmal. Fokus haben wir dann noch. Swipe brauchen wir hier auch nicht. Das reicht trotzdem noch nicht ganz. Gut, das kann jetzt auch nochmal weg. Ja, das ist hier ein bisschen Blödsinn, was ich mache, aber okay. So, 3. Fokus schmeiße ich jetzt auch mal weg, aber es wird nicht reichen. Verdammt. Wir haben nicht genug Willpower für den Powershot.
Gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir doch mal den Zug. Was ich jetzt gar nicht gesehen habe, ob man irgendwie noch ja, das Deck verändern kann. Vielleicht nur durch Items oder ob man sich selbst noch ein bisschen was zusammenstellen kann. Das ist halt die Frage. Die kassiert da gerade schon richtig. Swipe hätten wir da. Move kommt weg, weil sie steht da eh schon an den dran. Dann ist das doch mal egal. Dann spielen wir mal Swipe. Leider hat der da so viel Verteidigung. Das ist ein bisschen blöd. Advance kommt auch mal weg. Und dann ein Powershot. Würde jetzt zumindest gerne mal einen rausnehmen. Wäre das möglich? So, das kommt auch mal weg. Und scheinbar jede Karte gibt dann nur einen Willpower. So, wie machen wir das denn jetzt? Ich würde ja gern Flame Fan spielen. Da muss das aber noch weg. Dann können wir das jetzt in so einem Gebiet spielen. Okay, das ist natürlich nicht so cool. Verdammt. Nein, 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 das funktioniert so nicht. Der Radius, also die Reichweite ist nicht groß genug. Und wenn wir halt hier mit der Maus drüber gehen, dann sehen wir das nochmal. Plus ein Damage. Ah, wie machen wir das denn jetzt? Defensive Stance. Ja gut, Prepare kommt weg. Dann spielen wir mal Defensive Stance. Und Flame Fan kommt dann auch weg. Dann machen wir das nämlich so. Das reicht leider noch nicht ganz. Autsch, das tut schon ordentlich weh. Oh, gut, da ist unser erster Held draufgegangen. Aber ich würde doch jetzt mal sagen, Fallen Hero. Genau. Wenn einer oder mehr Helden am Anfang oder getötet wurden, dann bekommen wir am Anfang plus 2 Willpower. Gut, das ist auf jeden Fall sehr nett. Swipe ist jetzt hier gerade ein bisschen blöd. Ich glaube, Defend brauchst du auch nicht. Defend, Melee Attack. Ja gut, du. Wirfst mal die Karte weg. Gehst dann mal dahin. Spielst einmal Swipe. Dann bist du nämlich schon erledigt. Und wir spielen dann einmal Defend. Genau, das war's dann auch schon für diesen Zug. Also generell von dem Konzept ist das ja für mich perfekt quasi, weil das ist alles, was ich so auch auf meinem Kanal zeige. Roguelikes, Kartenspiele und dann die Mischung. Ich glaube, das ist echt, der ist schon cool. Vielleicht fehlt da noch ein bisschen Inhalt und wenn sie sagen, das soll noch 12 Monate im Early Access bleiben, voraussichtlich, dann fehlt da vielleicht noch das ein oder andere. Das Spiel kostet knapp etwas über 13 Euro und ich finde den Preis dafür sogar richtig, richtig gut für das, was man hier geboten bekommt. Wie weit das vom Umfang her reicht, ist halt die Frage. Da kann ich jetzt an der Stelle leider nichts zu sagen. Du bist da runtergegangen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Prepare wäre natürlich auch ganz nett. So, Advance kommt mal weg. Was haben wir hier? Advance kommt, glaube ich, hier auch mal weg. Machen wir das mal so. Dann spielen wir einmal Powershot. Und Unstable Blast. Reicht das? Das reicht sogar. Jawohl. Wir haben gewonnen. Unsere Kriegerin wurde verletzt. Kleine Verletzung. Oh, die Verletzung bleibt permanent im Kerndeck des Helden.
Und wir können die noch nur durch spezielle Events dann entfernen. Das ist natürlich auch eine coole Idee. Also so, wenn man dann schon, wenn schon Charakter stirbt, dass man den nicht einfach nur wiederbelebt und dann hat man den wieder nach dem Kampf, sondern man hat da immer noch einen Nachteil durch. Das ist auf jeden Fall echt eine coole Idee. Was kriegen wir denn hier alles? Crackle Rod, Call Lightning könnten wir dadurch kriegen. Deal 2 Damage and inflict shock to two different random enemy targets. Food Supplies, das schon mal super. Battle Reward. Einen Held können wir jetzt aufleveln. Also, soweit ich das weiß, kann man nach jedem Kampf einen Held aufleveln. Man muss halt immer sich dann den einen aussuchen, den man aufleveln will. Ich würde mal sagen, unsere Kriegerin kann mal aufleveln. Und wir können uns jetzt eine von drei Karten aussuchen und eine alte dadurch ersetzen. Resilience könnten wir zum Beispiel nehmen und dann durch Adrenalin durch Resilience austauschen, so rum. Dann hat sie jedes Mal zwei Verteidigungen am Anfang eines Zuges. Das klingt aber auch auf jeden Fall ganz gut. Und Tackle können wir uns vier Felder bewegen. Und alle Gegner, die um uns rumstehen, werden geschwächt. Die machen zwei Schaden weniger. Hamstring. Vier Schaden und der Gegner kann sich nicht bewegen. Das klingt auf jeden Fall auch schon mal sehr gut. Ich würde fast sagen, ich nehme hier einmal Hamstring mit und werfe dafür Swipe raus. Das nehmen wir mal alles mit. Healing Heroes. Gut. Und er heilt sich auch nicht, oder sie heilt sich nach dem Kampf nicht sofort wieder hoch, sondern wir müssen uns dann wirklich irgendwo ausruhen. Oder wir benutzen ein Heilkraut. Das macht richtig. Ich kann es nur wieder sagen. Ich bin wirklich von dem Spiel begeistert. Und ich weiß nicht, wenn ihr so die Spiele mögt, die hier auf meinem Kanal habt, ich glaube, das könnte wirklich was für euch sein. Wie ich gesagt habe, vom Umfang her weiß ich nicht. Und es ist Early Access. Deswegen sollte man das immer so ein bisschen vorsichtig betrachten. Aber ich bin wirklich, wirklich positiv. Nicht überrascht, aber ich habe ein sehr positives Bild von diesem Spiel bisher. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Wenn ja, dann lasst es mich doch wissen. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.